Reichert vom Kanal Eiserner Vorhang wurde von der ARD aus dem ARD Mixtalk geworfen. Der ARD Mixtalk, wer ihn nicht kennt, das ist eine Talkshow, die ihr hier unten seht. Ich werde euch gleich den fraglichen Ausschnitt zeigen, wo die schlimmen Sachen zu sehen sind, die Dominik so gesagt hat. Auf jeden Fall war dieser gesamte Mixtalk, ich werde ihn hier nochmal kurz einblenden, eine reine transatlantische Propagandaveranstaltung. Ihr seht hier Alice Güppiner von der, oder Atlas Güppiner von der Linken, Marie-Agnes Strack-Rheinmetall und den Streamer Drakon. Drakon ist auch so ein vollkommener NATO-Propagandist. Der macht den ganzen Tag nichts anderes, als die Kriegspropaganda des Westens zur Ukraine zu übernehmen und jungen Leuten auf Twitch schmackhaft zu machen. Die Moderatorin, die war auch ziemlich still und auch relativ transatlantisch. Es ist also eine reine transatlantische Propagandaveranstaltung. Der Typ hier von der Linken, das werden wir uns nicht ansehen, das kann ich euch aber hier an der Stelle erzählen, der hat auch noch ziemlich mies gegen das BSW gehetzt, dem BSW ganz viel Unsinn unterstellt, also Beschlingspartei halt. Also die ruinieren ihre eigene Partei, die geben ihre Außenpolitik auf, die setzen sich nicht mehr für Frieden ein, sondern übernehmen eigentlich alle Erzählungen der westlichen Kriegspropaganda, also stabil auf SPD 1914-Kurs. Aber ja, typisch Linkspartei, zu dem braucht man nicht mehr viel zu sagen. Also kurzum, es war eine reine transatlantische Propagandaveranstaltung, die die ARD hier geboten hat. Aber nun ist der gute Dominik vom Kanal Eiserner Vorhang dazu gestoßen. Das zeigt euch hier nochmal. Dominik ist auf Twitter. Er hat da den fraglichen Ausschnitt hochgeladen. Und den schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Herr Güppiner ist so ein bisschen allein mit seiner Meinung im Moment noch. Deswegen bin ich froh, dass wir jetzt einen weiteren Zuschaltgast haben, der sich spontan dazu melden möchte. Eiserner Vorhang ist sein Name. Er ist für mehr Diplomatie und findet, man muss Russland in das europäische Sicherheitskonzept einbeziehen. Da bin ich jetzt gespannt. Hi, herzlich willkommen. Stell dich gerne mal kurz vor. Hallo, ja, ich bin der Dominik. Kanalname, wie gesagt, Eiserner Vorhang, wie schon korrekt vorgestellt wurde. Ich will euch direkt ganz offen mitteilen, also ich wohne in Moskau. Ich betreibe den Kanal Eiserner Vorhang mit dem Konzept, dass ich sozusagen den neuen eisernen Vorhang, den ich sehe in Bezug auf die Informationsverteilung zwischen Russland und dem Westen überwinden möchte und deswegen Informationen aus Russland versuche sozusagen an den deutschen Zuschauer zu vermitteln. Und das bedeutet auch, dass man von mir im Endeffekt eine russlandfreundliche, schrägstrich pro-russische Perspektive zu diesem Thema hören wird. Okay, und da unterscheiden Sie sich dann doch vielleicht von Herrn Güppiner, würde ich sagen, an der Stelle. Vielleicht mal ganz kurz, haben Sie eine Frage an die Gäste hier? Was ist Ihr Punkt, den Sie machen möchten? Ich will einen ganz zentralen Punkt machen. Und zwar geht es ja heute um die Frage, sollte man die Ukraine weiterhin mit Waffen unterstützen? Und wie man sich vielleicht vorstellen kann, ich bin dagegen und ich bin aus mehreren Gründen dagegen. Ich denke, der wichtigste Grund ist der, dass dieser Krieg für die Ukraine militärisch nicht zu gewinnen ist. Also Russland wird im Endeffekt mit seinem Verteidigungskrieg gegen die Ausweitung der westlichen Einflusszone Erfolg haben. Das ist absehbar. Und daran endet auch der Angriff auf Kursk nicht. Achtet mal auf Strack Zimmermann hier unten. Das ist zu geil. Das ist zu geil. Das ist zu geil, wie sie reagiert. Also dazu muss man sagen, hier vor lief eine Stunde wirklich ununterbrochen nur Zeug, was vollkommen auf transatlantischer Linie war. Sei es irgendwelche Einspieler oder sei es die Regelbeiträge. Keiner hat irgendwie das Narrativ auch nur im Entferntesten irgendwie in Frage gestellt. Und jetzt meldet sich eine offen pro-russische Stimme zu Wort. Also ihr wisst es ja, ich selbst bin nicht pro-russisch. Ich selbst würde sagen, ich bin pro-deutsch. Ich bin dafür, dass Deutschland halt eine Außenpolitik macht, die deutsche Interessen vertritt und dass wir uns in der Ukraine für einen Kompromissfrieden einsetzen würden. Ich bin da also jetzt auf gar keiner Seite groß. Ich bin einfach dafür, dass sich beide Seiten an den Verhandlungstisch setzen und dort ihre Differenzen klären und das nicht auf dem Schlachtfeld tun. Also das ist meine Position, aber diese allgegenwärtige Kriegspropaganda, die wir in Deutschland auf allen Kanälen und auch im Öffentlich-Rechtlichen haben, die hat sich in dieser Sendung wirklich gut gezeigt. Und da war es mal sehr interessant, als mit Dominik jemand zu Gast kam, der eine grundlegend andere Position hatte. Das muss man so sagen. Und da kommen wir zum zweiten Grund und den ich vielleicht individuell ins Feld führen möchte. Man hat bei der Invasion der Ukraine auf die russische Region Kursk gesehen, dass diese historische Komponente, die auch Frau Strack-Zimmermann vorhin schon angesprochen hat, die in diesem Konflikt definitiv zentral ist, dass diese auch von der Ukraine und zwar auf eine ganz andere Art und Weise bespielt wird. Also man sollte vielleicht dazu wissen, in Kursk fand auch im Zweiten Weltkrieg die größte Panzerschlacht zwischen der Sowjetunion und
Nazi-Deutschland statt. Es ist kein Zufall, dass diese Invasion auf Kursk so stattgefunden hat. Und man muss sagen, dass zumindest von Teilen der ukrainischen Streitkräfte, ich bringe das ganz konkret so ein. Ich würde ganz kurz den Punkt noch ausführen, wenn ich das darf. Dass dort also Videos entstanden sind, wo ukrainische Soldaten mit SS-Helmen russische Zivilisten schikaniert haben, auf Deutsch sie als Russenschwein bezeichnet haben. Ja. Und ich denke, wenn man eine historische Verantwortung hat in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, dann sollte man das nicht noch unterstützen, indem man sozusagen diese historische Komponente ausspielt, indem man das noch mit deutschen Waffen besorgt. Den Punkt wollte ich nur kurz sagen. Ja. Und damit ist der Punkt auch gemacht. Die Frage ist nur, was ist... Warte, Drakon habe ich jetzt gerade nicht richtig verstanden, aber ist, glaube ich, auch egal. Der scheint sich gerade ziemlich aufzuregen. Wo sind wir gerade? Wir sind jetzt gerade dabei, dass es in letzter Zeit gab es einen Angriff auf die russische Stadt, zum ersten Mal auch auf russischem Staatsgebiet einen Angriff auf von der Ukraine gab. Darauf bist du gerade eingegangen. Jetzt ist aber unser Thema ja eigentlich heute, warum sollten wir, die deutsche Bundesregierung der Ukraine, weiter Waffen liefern? Du hast jetzt gerade Sachen aus dem Krieg wiedergegeben. Es ist schwierig und da sage ich ganz ehrlich, Fakten, auch genaue Opferzahlen vom Krieg bekommen wir sehr schwer zu verifizieren, gerade in solchen Zeiten wie momentan. Ich möchte auch den Faktenfinder der Tagesschau verwenden und auch Korrektiv. Korrektiv ist ein von der Bundesregierung und Superreichen finanziertes Propagandaportal. Also hier sieht man mal wieder, wie neutral der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist. Wenn ich mal ganz kurz darauf hinweisen muss, dass über diese Thematik bei der ARD leider nicht berichtet wurde und es auch keinen Faktencheck gab. Also ich hätte mir ja gewünscht, dass es einen Faktencheck gibt, der das entsprechende Video, wo dieser russische Zivilist im als Russenschwein auf Deutsch bezeichnet wurde, der das Ganze widerlegt. Den hätte ich mir gewünscht. Ich habe darauf gewartet. Wir wollen beim Thema bleiben. Das ist russische Propaganda. War leider nicht der Fall. Ich warte bis heute auf diesen Faktencheck. Ich finde, jetzt ist gut. Die gesamte Prämisse soll danke dir. Wir müssen uns jetzt hier nicht von Radio Moskau bescheiden lassen. Danke. Guck mal, Strack-Zimmermann, wir müssen uns hier jetzt nicht von Radio Moskau bescheiden lassen. Jetzt achtet mal drauf, was die ARD-Journalistin in ganz fetten Anführungszeichen gleich machen wird. Dir, das ist halt wirklich Vorhang. Absurd. Ciao. Ja, echt. Also, tschüss. Wenn man auch gerade fundamental aufgreifen kann, diese historische Komponente mit Kursk ist so. Ja, ihr habt es gesehen. Dominik wurde rausgeworfen. Also, Strack-Zimmermann sagt, wir müssen uns hier nicht vor Radio Moskau bescheiden lassen. Und Dominik, die einzige andersdenkende Stimme in diesem ganzen Video hier wurde einfach so rausgeworfen. Das ist dieser neutrale öffentlich-rechtliche Rundfunk, den wir alle mit unseren Gebührengeldern finanzieren dürfen. Die ARD postete dann übrigens folgendes Statement, was ihr hier sehen könnt. Eiserner Vorhang war nicht von uns eingeladen. Er hat sich hier zugeschaltet über Stream Together, wie es alle tun können. Wenn sich Leute dann durch Verschwörungstheorien und Fake News diskreditieren, fliegen sie wieder raus. So einfach ist es. Aber wir können nicht im Vorhinein 100% klären, was jemand sagen wird. Nun, Dominik hier Fake News verbreitet. Das ist jetzt die Frage. Dominik hat sich hier auf einen Vorfall bezogen bezüglich einen Rentner, der von ukrainischen Neonazis schikaniert worden sein soll, den er in einem Video thematisiert hat. Und dieses Video schauen wir uns jetzt einfach mal zusammen an, um zu gucken, ob Dominik hier tatsächlich Fake News verbreitet hat. Ein Hinweis hier am Rande. Ich hatte gestern schon ein Video zu dieser Thematik hochgeladen und dort belegt, wie Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die nebenbei auch bei der Deutschen Atlantischen Gesellschaft und dem Förderkreis Deutsches Heer engagiert war, die also Verbindungen zur Rüstungslobby hat, dass die in der Vergangenheit immer wieder abstruseste Verschwörungstheorien verbreitet hat, abstruseste Fake News verbreitet hat, beispielsweise zur Wahl von Robert Fico in der Slowakei, wo sie behauptet hat, diese Wahl sei von Moskau gesteuert worden. Kein Scherz. Also das ist das Niveau, auf dem sich diese Frau bewegt. Hört bei der ARD aber überhaupt keinen. Da Strack-Zimmermann halt auf transatlantischer Linie ist und wer auf transatlantischer Linie ist, der darf Fake News verbreiten. Ob Dominik jetzt Fake News verbreitet hat, wie von der ARD vorgeworfen, das schauen wir uns gemeinsam an. Mir wurde ja in letzter Zeit vorgeworfen, ich wäre rechts. Also wollen wir dieses frische Vorurteil mal nicht bestätigen und heute ein wenig antifaschistische Basisarbeit leisten. Und dafür gibt es auch einen guten Anlass, denn in den sozialen Medien macht gerade Video die Runde, in dem waschechte Nazis, die SS-Symbole tragen, einen alten Mann schikanieren, der sich verlaufen hat.
Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ihr davon noch nicht in der Tagesschau gehört habt, dann liegt das wohl daran, dass das eben nicht in Deutschland passiert ist, sondern in der russischen Region Kursk. Und die Täter waren die ukrainischen Invasoren. Russki Ivan! Hey, Russki Ivan! Как жизнь? Um vielleicht mal ein bisschen Kontext zu geben. Also das Ganze fand statt kurz nach der ukrainischen Invasion auf das russische Gebiet Kursk, wo die da quasi einfach reingemeddelt sind und versucht haben, erstmal so viel Territorium wie irgendwie möglich unter Kontrolle zu bringen. Und da gibt es natürlich auch viele Zivilisten und wir wissen auch, dass viele von denen eben nicht geflohen sind. So, und dann sehen die Soldaten da also so einen alten Mann auf der Straße langlaufen, der offensichtlich Hilfe braucht. Aber anstatt ihm zu helfen, rufen die erstmal zu, machen sich dann Spaß draus. Ey, guck mal, da ist ein russischer Ivan. Haha, guck mal, wir haben einen gefunden. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Du bist... Вы, сука, все по жизни заблудились, блядь. Не туда пошли. Не туда, видишь? Иван, вот он, Иван. Also der Mann bittet die Soldaten da quasi um Hilfe, sagt, er hat im Regen geschlafen, er hat sich verlaufen, er wird sicherlich auch mit der Invasion zusammenhängen und dem wird sicherlich auch klar gewesen sein, dass das nicht seine Freunde sind, die er da angesprochen hat, aber als anständiger Soldat hätte man so einem harmlosen alten Opa vielleicht wenigstens mal gesagt, in welche Richtung er am besten läuft oder sowas. Stattdessen wird er wüst beschimpft und ihm direkt so Sachen an den Kopf geknallt wie oh, ihr seid alle falsch abgebogen und so weiter und so fort. Aber das ist alles noch nicht die Krönung der Geschichte. Ja, ja. Du bist russische Schweine. Ja. Иди, пей водка. Водка. Ай-яй-яй. Шнапс. Шнапс гуд. Гуд шнапс. Шнапс гуд. So, hier haben wir nun also die Auflösung. Der Mann trägt tatsächlich einen Helm mit SS-Symbolik, genauso wie es im Zweiten Weltkrieg getragen wurde. Ja, und dann beleidigt er diesen alten Mann, diesen armen alten Mann als du Russenschwein. Das ist vielleicht in Deutschland nicht so bekannt, aber in Russland wird genau diese Beleidigung, genau diese Worte werden massiv mit dem Zweiten Weltkrieg assoziiert. Und diese paar deutschen Worte versteht auch so gut wie jeder Russe. Also ich habe die auch schon mal in einer Kneipe gehört, weil mir das dann jemand gesagt hat, weil er es gerade witzig fand, weil ein Deutscher vor ihm sitzt. Ja? Aber wenn das von einem Invasoren kommt, der einen SS-Helm trägt, dann kann man wohl eindeutig davon ausgehen, dass dieser Mann in dem Moment in die Fußstapfen des Nationalsozialismus treten möchte. Und die historischen Parallelen hören da ja auch nicht auf. Also in Kursk hat ja damals die größte Panzerschlacht überhaupt stattgefunden, zwischen den Sowjets und den Nazis eben. Und genau da greift man jetzt wieder an, benutzt dafür sogar auch noch deutsche Panzer, trägt Helme mit SS-Symbolen und beleidigt die russischen Zivilisten auf Deutsch als du Russenschwein. Also das sind wohl die Verteidiger der Demokratie, meine Damen und Herren. Вот, блядь. Вот он, блядь. Настоящий русский. Der Mann wird übrigens vermisst, also man weiß nicht, was mit dem passiert ist. Einige russische Kanäle spekulieren über seinen Tod, aber Beweise gibt es dafür bisher nicht. An der Echtheit des Videos gibt es aber übrigens überhaupt gar keinen Zweifel. Also das ist definitiv in den temporär von der Ukraine kontrollierten Gebieten in Kursk entstanden. Und auch einer der Soldaten konnte inzwischen identifiziert werden als ein 38 Jahre alter Mann aus der Westukraine. Und das Ganze wurde übrigens auch schon von der UNO zur Kenntnis genommen. Da hat sich der stellvertretende Generalsekretär auf Nachfrage zumindest von den Nazi-Symbolen im Video distanziert. Ja, nun muss das aber unbedingt auch in die deutschen Medien rein. Wie gesagt, in den sozialen Medien macht es schon ordentlich. Na, jetzt war es bei der ARD im Twitch-Mix-Talk drin. Also, und jetzt wissen wir es. Also, Dominik hat es gerade gesagt, die Echtheit des Videos, die ist wohl bestätigt. Im weiteren Verbleib des Mannes ist nichts bekannt, obwohl jetzt 2 Wochen her ist. Da müssten wir noch mal gucken, ob es da schon neue Informationen gibt. Aber wir wollten uns ja nur den Bericht von Dominik ansehen, worauf er sich da konkret bezieht. Aber das ist doch ziemlich eindeutig.
die Runde, aber das muss definitiv zur Kenntnis genommen werden, denn die Frage ist auch, was sagt eigentlich die deutsche Antifa dazu, ja, dazu, wer jetzt hier mit deutschen Waffen und SS-Symbolen gegen die Russen aufmarschiert. Ich habe da noch überhaupt nichts gehört. Lasst uns dafür sorgen, dass sich zumindest niemand mit Unwissenheit rausreden kann. Also teilt dieses Video oder teilt das Originalvideo mit deutschen Untertiteln, das habe ich für euch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Ja, und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn ihr einen Daumen oben da lasst, den Kanal abonniert und bis zum nächsten Mal. Ja, meine Welt war interessant, aber um jetzt nochmal zum Fazit zu kommen, das ist aktuell in der ARD nicht möglich, so etwas zu sagen. Dominik wurde rausgeworfen, weil er auf genau diesen Umstand hingewiesen hat. Ihr habt es gerade gesehen, er hatte da einen Beitrag zu verfasst. Aber wenn ihr sowas in der ARD sagt, dass in der Ukraine offensichtlich Leute mit Nazi-Symbolen auf ihren Helmen rumlaufen, dass die Ukraine russische Zivilisten schikaniert, und er hat ja noch nicht mal die zahlreichen ukrainischen Kriegsverbrechen in Russland bzw. in der Ostukraine angesprochen, sondern er hat jetzt nur diesen einen Vorfall angesprochen, und das reicht schon, um in der ARD gecancelt zu werden, um dort den Saft abgedreht zu bekommen. Das sind die neutralen Öffentlich-Rechtlichen, die wir in Deutschland haben. Der ARD-Twitch-Talk hat sich mal wieder als vollkommen einseitige Propagandaplattform entlarvt, die er eigentlich ist. Eine FDP-Rüstungslobbyistin und ein Drakon, die dürfen da junge Leute NATO-Propaganda verbreiten, wie sie lustig sind. Aber sobald mal einer widerspricht, dann wird er sofort abgestellt und ihm wird vorgeworfen, er würde Fake News verbreiten. Dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk muss reformiert oder, sollte dies politisch nicht möglich sein, abgeschafft werden. Ich habe wirklich kein Verständnis dafür, diesen Laden mit meinen Gebührengeldern zu bezahlen. Und ich weiß nicht, ob es euch ähnlich geht. Wenn es euch auch so gehen sollte, dann schreibt es doch mal gerne in die Kommentare.